Ja, und schon geht's weiter in unserem Video-Tutorials. Wir haben im letzten Video uns darum gekümmert, wie wir die Kamera aufs Flugzeug kleben, sodass jede Bewegung des Flugzeugs auch parallel von der Kamera durchgeführt wird und wir somit den Eindruck haben, dass wir auf dem Flugzeug sitzen. Problem war, das Flugzeug bewegt sich in einer schwarzen Kiste momentan. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht feststellen, außer an den Lichtreflexen, dass wir uns mit dem Flugzeug drehen. Und um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen, werden wir uns jetzt ein Terrain bauen, eine Umgebung. Die jMonkeyEngine liefert uns dazu zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Terra Engine, glaube ich, heißt das Ding. Die werde ich nicht verwenden. Und zwar deswegen, weil es erstens recht aufwendig ist und zwar sehr komfortabel, aber zeitaufwendig. Das heißt, es wird mal ein eigenes Video werden und zum Zweiten wollen wir es ja etwas allgemeiner angehen. So, dann legen wir los. Ich habe hier ein OpenOffice-Dokument offen, ein Draw-Dokument von OpenOffice und wir wollen uns jetzt die sogenannte HiMap machen. Die HiMap ist ein Bild in Graustufen und je heller die Grauschattierung, umso höher wird das Terrain sein, das wir daraus generieren. So, ich habe jetzt mal ein Rechteck gezeichnet und mache das mal zu einem Quadrat. So, 19 mal 19 soll es werden, genau. Und die Farbe, soll schwarz sein. Schwarz. Linie will ich keine haben. So, das soll unser Terrain jetzt sein. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, und da wollen wir jetzt einfach mal ein paar Berge platzieren. Das mache ich jetzt erstmal so ein bisschen Pi mal Auge. Was nehmen wir denn? Grauschattierung ohne Linie. Das soll jetzt mal der Berg sein. Hier machen wir einen kleinen Berg. Den drehen wir ein bisschen. So, kopieren uns noch einen etwas größeren Berg hin. So, soll der mal sein. Drehen wir auch ein bisschen. Ne? Scheren, drehen, alles möglich. So, dann bauen wir noch einen rein. Bisschen schmaler. Und dass wir irgendwo durchfliegen können, machen wir mal hier noch so einen rein. So. Gut, das soll jetzt erstmal die Grundlage sein für unsere Berge. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Ich werde mal Steuerung A machen, alles markieren. Dann gruppieren wir den Kram noch. Gruppieren. So. Und jetzt kopiere ich das Ding und gehe damit in... bearbeiten, einfügen als neues Bild in mein GIMP rein. So, das ist jetzt wird jetzt meine HiMap werden. Jetzt kann sich jeder vorstellen, das wird jetzt nicht unbedingt spannend werden, weil das, wenn ich das als HiMap verwende, werden es einfach nur irgendwelche Zylinder sein, die rumstehen. Irgendwo müssen wir das ein bisschen bearbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt mal mit meiner Farbe auf einen anderen Wert und sprühe jetzt mal ein bisschen. Ja. So, ich packe jetzt mal hier so einen kleinen Gipfel. Da machen wir das Gleiche. So. So. Gut. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt markiere ich mal alles. Und gehen wir mit einem Weichzeichner, ja, einen großen Weichzeichner drauf. Das mache ich jetzt mit Steuerung F noch dreimal. Hoppla. Zu schnell. Noch einmal. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen rumschieben. Das heißt, was ich jetzt mache ist, jetzt mal ein bisschen größer, mit dem, was machen wir es denn? 60. Ja. So, mit diesem Verschmierstift versuche ich jetzt ein paar so Konturen reinzumachen. Ich mache das jetzt ganz fix. So, Was jetzt passiert ist, ich ziehe jetzt einigermaßen mehr oder weniger in einem zufälligen Muster diese weißen Linien über die grauen. Und dadurch entstehen so kleine Bergkämme dann im späteren, in der späteren HiMap, wenn wir das Ganze wirklich als Höheninformation verwenden werden. So, da, das schieben wir noch ein bisschen. Also ich werde es jetzt nicht in aller Schönheit machen. Das könnt ihr dann machen. Beziehungsweise ich habe vom Prototypen ja noch eine relativ ansprechende HiMap. Die werde ich dann hier einklinken. Das Video werde ich jetzt mit diesem Element hier machen. Und den Rest werdet ihr dann sozusagen, wenn ihr das detailliert machen wollt, entsprechend selber machen können. Die wichtigsten Elemente kriegt ihr jetzt von mir hier sozusagen geliefert. So, wie sieht das aus? Das dürfte eigentlich ganz okay sein. So, jetzt habe ich einfach ein paar Berge reingepackt. Das Ganze speichern wir jetzt als tatsächlich GIMP-Projekt ab, weil wir, hier habe ich den Assets-Folder, weil wir da jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten wollen. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Steuerung A, Steuerung C. Gehe mal, hoppla, hier rein und mach mal ein Einfügen. Na, mag er nicht. So, da ist es. Jetzt habe ich mir diese HiMap hier reingefügt. Ich platziere sie nochmal. So, das heißt, ich habe jetzt genau das, was ich in GIMP erzeugt habe, hier nochmal drin. Und zwar mache ich das deswegen, um jetzt Straßen bauen zu können. Und zwar, es gibt hier so diese Kurve. Und die machen wir jetzt in blau. Ja? Und jetzt baue ich hier einfach mal ein paar so Straßen rein. So. Da geht eine Straße entlang. Hier ist sie geschlossen. Ja, passt einigermaßen. Dann wollen wir noch eine Abzweigung machen. Kriegen wir das hin? Ja. Genau, machen wir hier eine lang. Na, ich krieg's nicht gefasst. Ja, das können wir später in GIMP noch glatt ziehen. So, was machen wir noch? Eine Straße, einen Berg vielleicht hoch. Machen wir das hier noch rein. Hier soll es eine Straße geben, die geht einmal hier so schön rum. Und dann so ein Serpentin runter. So, wunderbar. Jetzt versuche ich das Ding hier irgendwie zu greifen. So, jetzt machen wir mal die Linie etwas dicker. So, ich kopiere das Ganze jetzt und bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Oh, da habe ich jetzt alles erwischt. Schmeißen wir es nochmal raus. So. Ja, meine Maus spinnt auch ein bisschen. Deswegen mache ich es jetzt mal so. Bearbeiten, einfügen als neue Ebene. So, jetzt muss ich die noch platzieren. Hoppla. So, wunderbar. Mache ich noch Ebene auf Bildgröße. dass wir da in Zukunft kein Problem haben werden. So, und jetzt werden wir das ganze Bild noch ein bisschen skalieren. Bild skalieren auf 1024, das ist eine ganz gute Größe. Es sollten immer Vielfaches von 2 sein oder 2er-Potenzen sein. So, was wir jetzt haben ist die HiMap, das ist dieses Ding, und jetzt die Position der Straßen. Und das ist nochmal was Besonderes, und zwar folgender Hintergrund. In jMonkeyEngine gibt es verschiedene vordefinierte Materialien, die wir nutzen können. Und für unser Terrain werden wir jetzt ein Material nutzen, das da heißt, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, auswendig weiß ich es nicht, terrain.j3md. Also J3MD, das ist die Material Definition, und dieses normale Terrain erlaubt die Nutzung der HiMap und der Nutzung von 3 verschiedenen Texturen, die über ein sogenanntes Texturensplatt aufgetragen werden. Und diese 3 Texturen sind nichts anderes wie 3 verschiedene Bilder, die ich an verschiedenen Stellen meines Terrains auftragen kann. Und wo ich das auftrage, bestimme ich durch Farben. Blau wird an der Stelle jetzt sein die Position der Straße. Jetzt mache ich eine neue transparente Ebene, die packe ich jetzt hier oben drauf, genau. Und jetzt male ich mir machen wir mal folgendes, die Steine, das machen wir jetzt mit einem reinen Grün, das ist jetzt ein reines Grün, und das sprühe ich jetzt hier einfach drauf. Hier sollen jetzt Steine entstehen, überall da, wo ich so Berge habe, kommen Steine hin. So, ich zoome noch ein bisschen hin, so. Ich hoffe, das passt jetzt, so, da machen wir ein paar Steine hin. So, dann hier natürlich auch. So, dadurch, dass jetzt ich drehe mal die Ebenen, na, so viel zum Thema. So, machen wir es so. Dann sieht man noch, wo die Straße ist. Führt dann hier sozusagen ins Gestein hinein. So, das heißt, die wird sich jetzt im Gras erheben, und dann alles, was jetzt grün ist, wird dann entsprechend als Stein definiert. So, hier haben wir auch noch Steine. Das machen wir auch noch schnell. So. Das natürlich auch. So. Und das entsprechend auch. So, ein bisschen mühselig, vielleicht hätte ich einen Pinsel etwas größer machen sollen, aber es soll jetzt nur demonstrieren, wie es funktioniert. So, dann mache ich eine neue Ebene. Auch transparent, das ist die hier, mache ich alles markieren, und jetzt hole ich mir ein reines Rot, das ist rein Rot, also nur R255, und fülle das komplett mit Rot aus. So, die ziehe ich jetzt runter. So, das ist jetzt, das sieht ein bisschen hässlich aus, egal. Das ist jetzt, das sind jetzt meine Farbinformationen. Diese Farbinformation wird dadurch genutzt, dass ich sage, alles, was hier mit dieser roten Farbe belegt wird, werde ich mit einer Grasfläche belegen. Das Grüne wird mit Stein belegt, und alles, was blau ist, wird Straße sein. Gut, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde das Ganze jetzt exportieren. Wichtig ist, dass bei diesen Ebenen keine Transparenz dabei ist. Ja? Und jetzt exportieren nach. Jetzt machen wir ein PNG, das nennen wir jetzt, ja, Terrain ist doch schon mal ganz gut, Terrain, exportieren. Jetzt nehme ich die weg. Und jetzt sage ich hier, so, und jetzt da hier Datei, exportieren nach HiMap. Exportieren. So. Wunderbar. Jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt. Jetzt öffne ich meine HiMap nochmal. Öffnen, HiMap. Und konvertiere die Modus in Graustufen. Es darf kein RGB sein. Graustufen, ja. Und dann nochmal überschreiben. Und das speichern wir natürlich auch nochmal ab, dass wir es für später wieder haben. Gut, so viel dazu. Und jetzt gehe ich in meinen Explorer. Wo sind wir? Gehen in die Dokumente rein. Wo habe ich es versteckt? So, da sind meine Assets. Ich habe jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier meine HiMap, hier das Terrain. Und jetzt habe ich aus dem Google Code Repository von den jMonkeyEngine Jungs Stein und Gras rausgeladen. Die Road habe ich einfach einen viereckigen Kiste gemacht, die einfach nur schwarz ist. So, und das ziehe ich mir jetzt in mein jMonkey-Objekt, in mein Projekt rein. Project Assets. Okay. Okay, das war es nicht. Machen wir es nochmal. So. Hier in Textures möchte ich es drin haben. Ja, das machen wir mal zu hier. Textures, also machen wir den ganzen Kram nochmal. Texturen und da sind sie jetzt. Jetzt habe ich den ganzen Kram geladen und jetzt kann ich in meine Main-Methode gehen und entsprechend die, das Terrain initialisieren. So, also private void init terrain. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich sage jetzt allererstes mal, dass mein Himmel blau sein soll. Wir werden uns noch einen Himmel irgendwann mal bauen, aber für jetzt soll ein blauer Himmel rein, plain blauer Himmel reichen. View, Port, Set Background Color und das nennen wir dann Blue. Jetzt brauche ich ein Material, das nehme ich als Material Terrain ist gleich null und das importiere ich. So, das soll jetzt mein Material Definition für das Terrain sein. Also sage ich mat Terrain ist gleich new Material und jetzt hole ich mir mit den Asset Manager diese vordefinierte Materialdefinition von den jMonkeyEngine Jungs und das ist unter Common Mat Devs Terrain terrain.j3md. Gut, das ist jetzt meine Materialdefinition und die muss jetzt konfiguriert werden. Also mat Terrain, Set Texture und jetzt sage ich die Alphamap, das ist im Prinzip die Terrain-Geschichte mit den drei Farben, also Asset Manager.load Texture und das Ding heißt, ich habe es unter Textures Textur ist okay, wunderbar. Und dann habe ich das Ding genannt terrain.png. Nicht besonders sprechender Name, aber für uns soll es jetzt erstmal reichen. So, jetzt habe ich festgelegt, dass mein Material mit diesen drei Farben definiert wird. Jetzt sage ich, ich hole mir eine Texture und hole mir als allererstes mal das Grass. Schreibt man das so? Egal. das Grass und ich sage, das ist Asset Manager .load Texture und jetzt hole ich mir genau dieses Bildchen, das ist unter Textures, speichere ich mal, das werden wir noch ein paar Mal brauchen, grass.jpg. Gut. Dann muss ich noch sagen, ich muss es importieren und jetzt muss ich noch ein paar Sachen einstellen. Ich muss sagen grass set wrap und dass der Standard Wrap Mode ist repeat, genau den brauchen wir. Dann sage ich noch mat terrain.set Texture und jetzt sage ich bitte alles das, was, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ich es nicht falsch mache, alles was rot ist, müsste jetzt Text 1 sein. Na, wir probieren es mal aus, das werden wir schon sehen. Und zwar, nee, was genau, Text, laut Manual musste das jetzt Text 2 sein, das ist die rote Farbe. Wenn es nicht ist, dann werden wir es noch ändern, das ist kein Problem. Und hier packen wir jetzt Grass rein. So, also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich hole mir eine neue Textur, basierend auf diesem JPEG, und setze es auf Repeat und dann die Texture wird mit auf die rote Farbe gesetzt. Das entnimmt man den Manuals von den jMonkeyEngine Jungs. Wenn wir uns irgendwann eigene Materials bauen, dann werden wir das selber festlegen können. So, das wäre das Gras. Dann brauchen wir noch die Skalierung. Also mat terrain.setFloat und das Ganze ist jetzt die Skalierung von Text2Scale und das nehmen wir jetzt einfach mal auf 256f. Hier müssen nicht zwingend zwei Potenzen rein, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Was sagt diese Skalierung aus? Je kleiner der Wert ist, umso mehr dehnt sich das Bild aus. Das heißt, je feingranularer ich es haben möchte, umso größer muss der Wert sein. Das kann man dann danach noch ein bisschen einstellen. Gut, so wird eine Textur geladen. So, und das klaue ich mir jetzt für die anderen beiden. Und zwar, das eine ist Rock. Wie heißt es? Hier habe ich es. Rock.png. Das ist Rock, Rock, Text 1 müsste das sein, Text 1 Scale, lassen wir auch mal auf 256, wir gucken uns an, wie das denn aussehen soll. Und was haben wir noch? Grass, das soll jetzt Road sein, das habe ich glaube ich auch so genannt, schauen wir mal, Road.png, wunderbar, Road, Road, Road Text 3 und 3 Scale. So, wobei hier brauchen wir eigentlich nicht groß rumstretchen, da machen wir mal 16. Irgendwie bin ich hier immer auf 2 Potenzen, keine Ahnung. Lassen wir es mal so. So, jetzt brauchen wir die Höheninformation, also Texture. Texture, ja, müsste passen. HeightmapImage ist gleich Asset Manager. Load Texture und das Ganze ist jetzt die Textures HiMap.png. So, das ist jetzt das Laden des Bildes. Dann sagen wir, wir erzeugen eine Abstract HeightMap, HeightMap ist gleich New ImageBasedHeightmap. Und hier sage ich jetzt, dieses Bild, was wir geladen haben, soll hierzu verwendet werden. Und zwar getImage. Und dann sage ich noch, der muss wahrscheinlich noch importiert werden. Da sind wir. Und der natürlich auch. So, wo ist das Problem? Ohne Semikolon läuft gar nichts. So, und jetzt lade ich das Ding. HiMap.load. Hoppla. Jetzt macht er aus diesem Bildchen entsprechend diese HiMap. Und jetzt erzeuge ich das Terrain. Das brauche ich jetzt erstmal, mache ich jetzt auch mal als Instanzvariable. TerrainQuad, das nenne ich einfach nur Terrain, ist gleich null und importiere den Kram auch. Und jetzt, wo ist es? Jetzt bin ich rüber weg. So, da sind wir. Ich sage jetzt, mein Terrain ist gleich new TerrainQuad. Ich nenne das jetzt my Terrain. Das Ding braucht einen Namen, damit wir später, wenn wir Collision Detection machen, das Ding richtig identifizieren. Und jetzt brauchen wir eine Kachelgröße. Das muss immer eine Zweierpotenz plus 1 sein. Details bitte bei jMonkeyEngine Help nachlesen. Und die Gesamtgröße ist im Prinzip auch eine Zweierpotenz plus 1. Hier nehme ich die Größe meines Images plus 1. Das waren ja die 1024. Und dann HeightMap get HeightMap. So, jetzt habe ich das Ding geladen. Und jetzt sage ich Terrain Set Material, jetzt packe ich dort dieses Terrain rein. Das heißt, dieses Terrain ist eigentlich das, was ich sehe, und das bekommt jetzt dieses Material verpasst. Dann muss ich das Terrain auch platzieren. Local, Set Local Translation 000. Setze ich immer in den Ursprung, und jetzt muss ich ein Local Scale machen. Dann Set Local Scale, und zwar machen wir jetzt folgendes: wir skalieren das Ding auf 16. Das wird die X-Wert sein, das heißt, das geht jetzt von 1025 auf 16 mal 1025. In die Höhe skalieren wir das auch ein bisschen ums Dreifache. Und in die Breite natürlich auch 16f. Dann haben wir nach wie vor wieder unser Rechteck. So, dann müssen wir es natürlich attachen, und das Terrain möchte ich attachen. Das müsste jetzt im Wesentlichen alles sein. Jetzt machen wir Folgendes noch. This init Terrain, und damit wir mit unserem Flieger etwas überhalb des Terrains sind, müssen wir natürlich bei init my plane den Flieger jetzt nicht mehr auf -2, sondern machen wir das mal 0, machen wir auf mal Höhe 50 und 0. So, bin ich selber gespannt, ob ich an alles gedacht habe. Mach so ein bisschen kleiner, damit ihr alles seht. Gucken wir mal. Jo, und da sehen wir jetzt, ist plötzlich ein Terrain entstanden. Wir sehen noch keine Berge. Warum das so ist, werde ich gleich noch erklären. Und jetzt versuche ich den Flieger mal ein bisschen zu kippen. Und da sieht man tatsächlich, das funktioniert recht gut. So können wir das Ding drehen. Jetzt drehen wir mal die Kamera zur Seite. Okay, also Kamera ist auf Flieger. Sehr schön. So, wenn man jetzt mal ein bisschen hier sich das genauer anschaut, kann man vielleicht erkennen. Zum einen sehe ich gerade, ich habe mich tatsächlich beim Gras verhauen. Wir müssen die Bezeichnungen für Gras und Rock ändern. Aber ansonsten sieht es ganz cool aus. So, machen wir das gleich mal. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Okay, das war Text 1 und Text 2. Schauen wir nochmal schnell. Ja, wunderbar. Gut, das nächste machen wir jetzt mal folgendes. Jetzt gehen wir mal in die Init Cam. Na? So, Init Cam. Und machen jetzt hier wieder unsere Kamera. Was nehmen wir da? 10, machen wir auch mal Höhe 50. Ne, machen wir 100. Und versuchen jetzt die Kamera jetzt manuell nochmal zu positionieren. Das heißt, wir sind jetzt quasi nicht mehr am Flugzeug dran, sondern haben sie anderweitig. Unter mir müsste das Flugzeug sein, da ist es. So, jetzt schauen wir mal. Bewegen wir uns mal dahin. Ein bisschen tiefer. Und da ist das Flugzeug. Wunderbar. Das kann auch sich bewegen. Die Raumachsen haben wir im Griff. Kann sich drehen. So, und jetzt versuchen wir mal Folgendes. Jetzt suchen wir mal einen Berg. Dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt mal beim Camera Wrapper die Geschwindigkeit der Kamera ein bisschen hochdrehen. Machen wir mal auf 500. Sonst dauert es ewig, bis ich mich hier durch die Landschaft geklickt habe. So, und jetzt versuchen wir mal einen Berg zu finden. Da ist zumindest mal eine Straße und ich hoffe, ihr seht jetzt das Problem. Da ist ein Berg. Ihr seht jetzt das Problem, was wir momentan haben. Die Detailgenauigkeit oder die, das Rendering ist nur ab einer gewissen Entfernung eingeschaltet. Das ist für die meisten Spiele, die mit jMonkeyEngine gemacht werden, auch okay. Für uns ist es aber nicht tragbar, weil wir möglichst weit gucken wollen. Wir sind ja in einem Flugsimulator. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die jMonkeyEngine dazu bringen, in das Terrain, dass er möglichst weit die, das Rendering macht. Und das geht mit Cam, Set, Frustrum far und setzen jetzt den Wert auf 8, 1, 2, 3, F. Cam on Frame Change. So, was jetzt passiert ist, jetzt wird die, der Bereich, in dem die Kamera das Terrain rendert, sehr viel größer gemacht. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich weiter blicken kann. Schauen, da, und schon sieht unser Terrain etwas besser aus. Da ist unser, fliegen ein bisschen hoch. Da ist unser Berg. So. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt einen besseren Eindruck. Ganz hinten sehen wir immer noch, dass es nur teilweise rendert. Das werden wir dann später mal mit einem Nebel in den Griff kriegen. Das heißt, wir bauen ein bisschen Luftfeuchtigkeit ein. Das werde ich in einem getrennten Tutorial nochmal anbauen. Das ist für uns jetzt momentan nicht so wichtig. Was wir jetzt aber sehen ist, die Frames per Second sind jetzt ziemlich runtergegangen. Das liegt einfach daran, dass jetzt, nachdem dieser Frustrum-Phase so hoch ist, wir sehr, sehr viele Punkte haben, die zu rendern sind. Ich habe das jetzt richtig hoch gedreht und jeder Punkt muss ja berechnet werden. Und was wir jetzt noch machen, um das Ganze ein bisschen in den Griff zu kriegen, wir machen jetzt ein Terrain Level of Detail Control, ein LOD Control Terrain, Get Camera und Terrain Add Control. So, das müssen wir noch importieren. Speichern. Und jetzt schauen wir uns den Kram nochmal an. So, jetzt gehen wir hoch. So, jetzt sind wir etwas höher, jetzt sind wir so bei 700 Frames per Second. Das ist schon ein bisschen besser als das, was wir vorhin hatten. Was dieses LOD-Control macht, ist, es dreht die Level of Detail von möglichst weit entfernt oder von weit entfernten Elementen zurück. Und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, eben bei einigermaßen gleichbleibenden Qualität die Frames per Second noch einigermaßen hochzuhalten. Okay, so, jetzt machen wir nochmal schnell halt Init Cam. Jetzt schauen wir uns das nochmal aus Sicht des Fliegers an. So. Da ist die Kamera immer noch in die falsche Richtung. Aber das habe ich ja letztens erklärt, warum das so ist. So, da werde ich nachher noch ein Video dann drehen, dass das noch etwas besser erklärt. So, und jetzt sehen wir tatsächlich, wie wir uns im Flieger drehen. Also ich drehe jetzt den Flieger, nicht die Kamera. Ja, und das sieht doch schon mal ganz witzig aus. Gut, so viel jetzt dazu. Ich werde Folgendes machen. Ich werde den Code noch ein bisschen kommentieren und dann hochladen. Und als HiMap werde ich jetzt die HiMap von dem Prototypen verwenden, weil da ein paar Sachen eingebaut sind, die dann beim Ausprobieren durchaus ein bisschen Spaß machen. Da gibt es dann auch so eine Art Airport, da werden wir dann schauen, dass wir den Flieger dort irgendwie initial immer drauflegen. Und dann wird das nächste schon sein, dass wir versuchen, das Ding nach vorne zu bewegen und so ein bisschen zu steuern. Da müssen wir dann so ein bisschen detaillierter eingreifen. Ich werde das mit diesem Control machen, diesem PlainBasicControl. Dort werde ich das alles einbauen. Ich werde keine BulletAppState-Control verwenden. Hintergrund ist, ich möchte das Ding ja selber steuern. BulletAppStates werden meistens für Elemente genutzt, die von alleine runterfallen. Mein Flieger soll ja fliegen und nicht fallen. Ergo werden wir das über unsere eigene Control realisieren. Ja, und bis dahin viel Spaß beim Nachbauen.